Diesmal hat alles geklappt. Sehr schön. Wir konnten da weitermachen, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben, beziehungsweise ich auch. Wir kommen zurück zu Dungeon Siege mal wieder. Folge 59. Wir sind jetzt in diesem Untergrund-Dingsy-Dungeon halt und siegen da so rum. besser gesagt, wir searchen gerade eher ein bisschen rum. Suchen nach Gegnern und diesen ekelhaften Larven. Was machen diese Larven? Die machen die Angst. Ich weiß nicht, was da auf mich zukommt. Fadeal hat an Stärke dazu gewonnen. Das ist ein super Auftakt für diese Folge. Starke Frauen sind immer wichtig. So. Machen wir auch die Larven kaputt. Die Larven schreien so rum. Ganz schön hart. Sieht ganz schön brutal an. Vor allen Dingen, wie auch die Fetzen hier fliegen bei den Dingern. Oh, Gift. Da kommen die nächsten Larven angelarvt. Ich habe ja schon in der letzten Folge gefragt, in der gestrigen Folge, wo denn die Larven denn bitte herkommen. Und was da rauskommt aus diesen Larven, ist ja auch eine interessante Frage. Die Frage habe ich mich noch nicht mal getraut zu stellen. So, kaputt, kaputt. Großer Gesundheitstrank ist super, dass man die inzwischen auch finden kann. Brauchen wir definitiv. Immer. Gibt es auch die ganze Zeit komische Geräusche aus den Seitenwänden. Weiß nicht, was mir das sagen soll. Ich finde es nicht gut. Was ist das denn? Oh mein Gott! Oh, was ist das denn? Alter! Disco! Ich hoffe, die Dinger kommen nicht in Mehrzahl. Ich werde verrecken. Oh mein Gott, was war das? Leute, geht doch nicht so weit vor. Das ist eine ganz schlechte Idee. Ganz schlechte Idee. Oh, Merrick ist tot. Kommt alle zurück, alle zurück. Ich habe gar nicht alle angewählt. Warum nicht? Alle zurück. Alle zurück. Merrick ist tot. Was macht denn das Tier dort? Ich weiß nicht, ich habe irgendwas weglasern hören. Das hat sich definitiv nicht gesund angehört. Kleiner hölzerner Rundschild. Süß. So, Merrick hat's zerrissen, weil ich so weit vorgelaufen sind, schon wieder die Trottel. Was hat er so rumgelasert? Gespenstermagier. Oh Gott. Also diese Dinger dahin. Gott, was die mal alles mit sich rumtragen müssen, dass das immer so viel Platz einnimmt. Okay, das hört sich schlimmer an, als es scheinbar ist. Lass uns mal ein bisschen zurückgehen. Ich denke mal, hier kann ja keiner von uns angreifen. Du gehst noch ein Stück weiter zurück. Wir brauchen einmal dein Wiederbelebungsgedöns. Hol den da mal wieder. Und dann heile ihn auch gleich mal. Und du darfst einmal den Aufsammelwert spielen hier. Ich möchte am liebsten auch gleich wieder sterben, so wie das aussieht. Nimm mal das, aber eigentlich solltest du mehr diese Fähigkeit nehmen. Ja, da war er doch mal wieder ein bisschen suicidal unterwegs, ja, in der Merrick. Heute gleich mal wieder zu viel. Macht aber nichts passiert einmal. Wir wollen alle immer gern möglichst viel, was auch dann mal gelegentlich in die Hose geht. Großer Gesundheitstank. Also momentan kann ich mich hier mit den Gesundheitstränken benutzen, ein bisschen zurückhalten. Bin ich gerade ganz froh drum. Weil meine Heiler hier eine sehr gute Arbeit machen. Ah, und Merrick wird wieder angekotzt. Nee, doch nicht.
Was macht denn dieser dicke Wurm hier? Der ist echt ekelhaft. Mach den mal weg. Schön. Okay, so viel Gegenwehr kommt da zum Glück nicht von diesen Würmern. Heil mal. So, wenn du jetzt auch noch mit angreifst, dann geht das auch schnell. Wurzel, Wurzel, Wurzel. Schön. Was? Rissiges. Irgendwas Leder. Was sagt denn unsere Karte? Ich möchte mal gerne die Karte weiterziehen, damit man mehr sehen kann, aber es klappt irgendwie nicht. Selber LLL. Möbik hat an Intelligenz gewonnen, das ist doch super. Und Hubert hat Stufe 40 im Nahkampf. Auch das ist sehr schön. Was ist? Im ersten Moment sah es aus wie eine Gitarre. Ich dachte gerade, da liegt eine Gitarre auf dem Boden. Hätte zwar nicht ganz gepasst, aber wäre witzig gewesen. Macht die Larven kaputt. Eine lange Armbrust und ein Bogen und ein Ring. Robert hat den Ring. Was hast du für einen Ring? Mana-Punkte. Na hallo, Mana-Punkte. Die freuen uns doch. Die dessen erfreuen wir uns doch. Das ist sehr schön, darüber freuen wir uns. So, das wollte ich sagen. Gibt's hier noch irgendwas? Hallo. Kiste. Ein Handstab. Hat ihn wieder Hubert eingesammelt, den Handstab? Es ist der Stab mit Händen. Das ist ziemlich witzig. Intelligenz 29, das ist ganz schön viel. Was haben wir denn da? Schönes. Bonuspunkte. Rüstung, Fernkampf gesenkt, Nahkampf, Geschicklichkeitspunkt. Das ist ein Quatsch. Aber egal, das ist ja auch nicht schlecht. Du hast wahrscheinlich nicht ansatzweise so viel Intelligenz. Na gut, es geht in die richtige Richtung. Du hast da schon mehr, aber du hast dafür einen, einfach den, einer der so ziemlich geilsten Stäbe, den man hier haben kann, denke ich mal. Der Stab von Merrick, den er selber nicht tragen kann, weil er zu dumm ist. Aber auch der Handstab ist ziemlich cool, also den behalten wir uns vielleicht mal. Also ich meine, gut geschickt brauchen wir es nicht unbedingt. Er ist halt selten, deswegen ist er cool. Sagen wir mal so. So, müssen wir denn da noch, gibt's da noch irgendwas Schönes, da wo die Larven herkamen? Da wo die herkommen, gibt's noch mehr? Ja, augenscheinlich. Ja, nicht in die Luft hauen. Dass sie mal Schattenboxen machen müssen, die beiden hier. Die beiden Vordermänner. Aber ich möchte ja ungern was übersehen, ne? Mal die Angst, irgendwas zu übersehen, irgendwas zu vergessen, was nicht mitzunehmen. Was hier natürlich garantiert ist, dass man hier nicht alles finden kann. Sollte nicht mit dem Maßstab rangehen, hier alles zu finden. Das werde ich nicht tun. Ich kann nicht die ganzen Verstecke kennen. Na, was war das? Nur ein Stück Larve. Hier ist gerade so ruhig, das gefällt mir gar nicht. Hier liegt so ein Ding und es liegt da nur so rum, es ist nicht tot. Da habe ich Angst. Mach mal hier Flächenheilung. Bleibt es tot? Ich habe echt Angst davor, die Dinge machen mir viel Respekt. Also wenn ich hier gleich wieder dicke Lightshow sehe, dann weiß ich, dass das Ding hinten wach geworden ist. Haben zwar viel Leben, aber viel Schaden machen die jetzt nicht, ne? Oh, da hinten werden sich gleich noch ein paar Gegner zusammensetzen. Und guck mal, da unten kann man auch noch runtergehen. Die Larven weisen uns den Weg. Guck mal, hier mal runtergehen. Wir gehen hier mal runter. Komm.
hoffe nur nicht, die kriegen nicht hinten, von hinten irgendwie Besuch oder so. Das wäre ziemlich doof. Lass uns mal hier schnell in die Ecke reinstellen. Ja gut, okay, die Larven sind jetzt nicht ganz so schlimm. Ich denke, die werden nicht so viel. Ah, das wäre so ein Viech. So ein Lasershow-Viech. Okay. Rein ins Getümmel. Okay, es trifft nur Leute in der Nähe. Das beruhigt mich sehr. Da muss das vorhin wirklich mitten in unserer Gruppe gestanden haben. Naturzauber, Stufe 29 für Andimus. Sehr schön. Ein Amulett! Ein Amulett. Ja, Amulette fehlen auch immer noch für unsere Leute. Hat noch nicht jeder ein Amulett. Hat irgendjemand gehauen. Das ist ein langer Amulett. Du Arschlochkeks. Ihr blöden Penner. Macht sie kaputt. Heilen, heilen, heilen. So. Traumhaft. Ich will mal eben schnell mal das Dingens, das Amulett mal gucken. Fügt Rüstungspunkte hinzu. Magischer Angriff abzuwehren. Nahkampf abzuwehren. Ein Punkt maximal. Naturzauberschaden. Mana. Mana pro Treffer gestohlen. Das ist ein sehr schönes Magier-Amulett. Was sagen denn unsere Magier? Die haben. Du hast eins. Okay, das, da Animus aber unser besserer Zauberer ist, kriegst du jetzt dieses Amulett. Und Mary kriegt das. So ist das doch auch nicht schlecht. Sonst soweit, was haben wir hier? Eine Armbrust, die leider immer noch zu wenig Schaden macht. 100 Punkte, Mana ab. Ach du Schande, was ist das denn hier? Das ist ja süß. Was man teilweise immer noch für Sachen findet, ne? So ganz kleine, niedliche, süße Dinger. Nimm mal hier gerade irgendeiner von euch das. Kannst du das tragen? Vom Prinzip ja schon. Das Ding macht allerdings mehr Schaden, aber ist egal. Trotzdem mal angucken. Fernkampffähigkeitspunkt und 20 Punkte dazu. Für eine Armbrust gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Armbrust scheint ja immer ein bisschen schwächer zu sein. Ich weiß allerdings nicht warum. Weil eigentlich haben die ja mehr Durchschlagskraft. Brauchen zwar ein bisschen länger, aber haben eigentlich mehr Durchschlagskraft. Ja, aber das, ja, das ist, fragt mich nicht, warum das so ist. Hier ist auch noch ein Weg. Also ein paar Bogenschützen und noch so ein Wurm. Die haben uns auch schon bespuckt. Oh, Besuch. Achso, das sind die Magier. Ich dachte, das wären diese bösen Nahkämpfer, die ein bisschen mehr aushalten. Scheinbar nicht. Von daher, die Zauberer, die kriegen wir schnell kaputt. Die halten ja nicht viel aus. Die sind weg. Die sind weg. Die haben schon so eine Waldtrollbeschwörung. Die haben auch ähnlich viel Leben wie die Magier, halten aber gefühlt wesentlich mehr aus. Ding, bewährter Stab sind ziemlich im Trend zurzeit, scheinbar. Hier kommt ja immer noch mehr. Ich habe gedacht, hier wäre es das jetzt mal langsam, dass ich weiter auf den Hauptweg gehen kann. Aber nein, hier geht's noch weiter. Ich war jetzt mal nicht davon ausgegangen, dass das hier der Hauptweg ist. Das ist ein großer Mana-Tank, ich hab's gesehen. Und unser Magier wird angespuckt. Gott, oh Gott, das hört sich echt immer furchtbar an. Ist das im, wo geht's denn hier jetzt weiter? Mal kaputt, kaputt. Gift, Gift, Gift. Scheint ihn herzlich wenig zu stören. Und das Geld fließt. Hier ist irgendwas Totes. Ganz selten hier, dass man was Totes findet. Da hinten ist es auch noch was.
Was ist da? Nieraum? Ah ne, das ist das, was da. Dieser Bereich soll das sein, glaube ich. Okay, ich gucke einfach mal weiter. Oh, ein bisschen Geld. Das sieht irgendwie so aus, als würde es hier richtig weitergehen. Aber warum? Wir sind doch nur in so einen Nebengang gegangen, oder nicht? Ich gehe mal noch ein Stück weiter. Gucken wir das mal an. Magier. Ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass es der richtige Weg ist. Ich hoffe auch mal, das bestätigt sich einfach. Das ist riesig! Es ist riesig! Oh mein Gott! Riesige Lasershow! Nehmt einen Trank. Oh Gott, ist das absurd. Oh Gott! Aber es klappt bisher, klappt alles ganz gut, gleich ist das Viech tot. Ja, es ist tot. Entschuldigung, das war viel zu laut. Schwitz. Gold. Gold, 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 Gold. Wow. Bestrafe Armbrust. Was? Schmerz, Bär, Latschen. Cool. Bänderschild. Sammelt ein, ihr Hunde. Ihr habt es super gemacht. Ich bin mega stolz auf euch. Warum ist da gerade ein Topf kaputt gegangen? Das hat sich wahrscheinlich auch wieder nur so angehört. Und jetzt laufen wir wieder alles zum komischen Punkt. Guck mal, Gruppenkuscheln. Tschüss. Schwupp, und dann ploppen sie wieder alle aus einem Bereich raus. Was ist das hier für ein Schild? Das ist der Brandschild. Brandschild ist Quatsch. Diese Stäbe hier, die sind alle, die machen halt gar nicht so schlechtes, aber kann halt keiner von denen tragen. Und die haben alle so besondere Stäbe einfach. Da mag man gar nicht noch so blaue Stäbe nehmen. Das ist die eine Armbrust, das ist die andere Armbrust. Hatten wir nicht noch irgendwas Besonderes aufgesammelt hier? Noch eine andere Armbrust, ja genau, noch mehr Armbrüste. Brüste sind immer gut. Armbrüste ist okay. Irgendwo war noch diese. Ja, genau. Stärke 37, Rüstungspunkte, Fernkampfschaden reduziert, Fernkampffähigkeitspunkt, Gesundheitspunkt, Gesundheitspunkt pro Treffer hinzu. Ist gar nicht so schlecht. Am ehesten wird da wahrscheinlich der Kerl hier drauf kommen. Was hat er denn? Oh ja, das wäre nicht schlecht. Das könnte man echt schon machen. Ne? Ein paar Rüstungspunkte. Es wären auf jeden Fall ein paar Rüstungspunkte mehr. Ne? Da sind 5, da sind 6, aber die haben höhere Rüstungspunkte. Mehr Leben, ein paar Gesundheitspunkte. Fernkampffähigkeit ist jetzt noch egal, aber wär gut, können wir machen. Das nehmen wir mit. Ist ein Deal. Was haben wir hier noch? Ach, der Bänderschild. Der ist schon ein bisschen. Das für Stärke 20. Das wäre ganz gut dann später für unsere Fernkämpfer oder so. Für zum zusätzlichen Tragen. Aber bis die Stärke 20 sind, dauert es auch noch einen Augenblick. Wir belassen das einfach erstmal so und gucken uns das weiter an. Das. Ich habe das Ding gesehen, dachte mir nur, oh mein Gott. Ich glaube, ich habe es auch gesagt. Ich habe es nicht nur gedacht. Ja, das kam unerwartet. So ein dickes Vieh. Meine Fresse. Aber echt mal. Mach die Zauberer kaputt. Automatische Speicherung. Da geht's ja tatsächlich doch weiter. Ich muss nochmal zurück. Warum? Merrick, was machst du? Merrick, nicht sterben! Oh, Merrick ist so ein Hirn verbrannt, der. Komm wieder zurück. Komm wieder zurück. Wir wollen da noch nicht hin. Ich will erst noch zu diesem anderen Ding hin. Okay, da war die automatische Speicherung, das heißt, ich gehe jetzt eben nochmal hoch, mache ein bisschen Überlänge, ist mir jetzt gerade egal. Ah, wer wird denn hier immer noch gelasert? Merrick schon wieder. Merrick!
Hau ihn! Tret ihn! Esel, tret ihn! Meine Herren! Nervig! Was ein nerviger Anhängsel. So, jetzt aber hier, weiter geht's. Zack, alle wieder da. Gut. Amerika war wieder nicht in der Gruppe drin. Jetzt gehe ich eben nochmal da hoch. Hier sieht man auch nichts. Kamera ist teilweise auch echt grenzwertig mit dieser Oberdraufsicht. Mit der schrägen Sicht. Ja, hat er eigentlich nur gedacht, dass wir hier eben nur mal kurz sind. Und dann, dass eigentlich da oben gleich wieder weitergeht. Ich zeige euch gleich, was ich meine. Hier sind noch ein paar Pötte. Ah, ja, guck mal her. Ja, wo war das denn jetzt? Meine Herren, sind wir schon weit gelaufen. Ja genau, wir waren ja nur hier kurz runtergegangen und dann dachte ich mir, okay, da geht's so kurz weiter, da wird's ja dann nicht mehr. Und deswegen, ich hatte eigentlich gedacht, hier geht's weiter. Aber hier ist nur so ein Ding. Hätte ich mal ein bisschen weiter geguckt, vielleicht einfach. Klatsch, 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 klatsch. Jetzt kriegt Gürn gerade den kompletten Schaden und der steckt das echt solide weg, der Kerl. Das ist Wahnsinn. Jetzt hat sich Hubert irgendwo zwischengestellt. Nicht gerade die klügste Idee. Einen allein zu heilen ist immer noch besser als mehrere. Außer es wird zu viel, dann ist ein zweiter Tank nicht verkehrt, da bräuchte man aber auch mehr Heiler. Hubert hat an Geschicklichkeit gewonnen. Achso, ich habe den haben wir schon kaputt gemacht. Jetzt mach den nochmal kaputt erst. Ich bin beruhigt, dass die automatische Speicherung gerade funktioniert hat. Das heißt, wahrscheinlich werde ich ja dann auch gleich wieder da oben vernünftig speichern können. Nein. Wir wollten schon wieder sonst wohin laufen. Ja, dann gibt es hier wohl nichts mehr weiter. Dann können wir eben nochmal die paar Vasen kaputt machen. Mach die Vasen kaputt. Na. Inventar ist voll, ist ja klar. Natürlich, der Hubert, der in seinem Inventar ist natürlich wieder voll. Der hat sich wieder alles unter den Nagel gerissen. Der Kerl. Gierige Schlot, der. Gut, dann, was ist das von hier? Dann gehen wir eben wieder da runter, wo wir vorhin waren, wo wir die Riesen-Disco-Kugel da umgehauen haben. Ich meine, gut, das war echt schon ein monströses Viech. Eigentlich hätte ich davon ausgehen müssen, dass es der Boss ist. Jetzt haben wir noch einen Rüstungspunkte, Gedingse. Ich glaube, Björn hat hier immer noch einen kleinen drin, oder? Nee, hat er nicht mehr. Einen Sechser hat er drin. Doch! Tatsächlich. Noch einen Dreier. Robert braucht aber. Na, Robert kann ja noch nicht mehr einen einzelnen tragen. Mädchen, habt ihr hier noch? Nee, ich glaube, die gebe ich eher den Zauberern, oder? Ja, guck mal, du hast ja zwei Ringe, kriegst du noch einen hier. Zack, mach einen Ring rein, ein bisschen Rüstung. Ist ja nicht ganz mit einem Schuss tot. Der Merrick, so. Gleich hab das geschafft. Gleich entlasse ich euch in die Freizeit. Aber das will ich erstmal noch, da will ich erstmal noch schnell wieder hingegangen sein. Ich bin gespannt, was denn in der nächsten Folge auf uns wartet. In Folge 60 wird ja dann spannend, wenn die hier gespeichert wird, dann werden wir ja den nächsten Knackpunkt kommen. Vielleicht kommen wir dann ja in der nächsten Folge in die Stadt oder so. Oder zumindest hier raus. War ja jetzt gar nicht so groß. Wie lange haben wir jetzt gebraucht? Eine Folge oder zwei Folgen, um hier durchzulaufen? Nicht viel auf jeden Fall. Um das festzuhalten, hier liegt noch ein bisschen Zeug. 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 So, ich bleibe am besten einfach mal hier unten. Wir müssen keine Sorgen zu machen, dass hier noch irgendwelche Gegner kommen. So, dreht euch mal alle um. Na, das hat nicht ganz funktioniert. Ihr sitzt hier. So, was soll's. Es gibt ein Folgeende. Ich sage vielen Dank fürs Reinschauen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ja, hoffentlich wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.